Hallo zusammen, ich bin's Polly. Ich bin total aufgeregt, denn heute zeige ich euch, wie ihr ganz allein ein cooles Einhorn basteln könnt, so wie dieses hier. Lasst uns loslegen. Okay, dieses Einhorn ist perfekt, um euer Zimmer zu dekorieren oder auch als Geschenk für eine Freundin. Alles, was ihr braucht, ist etwas Pappe, viele Streifen aus buntem Papier, ich nehme dünnes Seidenpapier, Bastelkleber und einen Pinsel. Also, zuerst nehmen wir recycelte Pappe, wie diese, um ein 3D-Einhornmodell zu basteln. Ich werde eine Anleitung unten in der Beschreibung dieses Videos einstellen, damit ihr auch ein Einhorn basteln könnt. Wenn ihr das Einhornmodell aus Pappe fertig habt, dann könnt ihr es dekorieren. Ich tauche meinen Pinsel in den Bastelkleber und streiche ihn direkt auf die Pappe. Dann nehme ich das Papier so und klebe es vorsichtig auf das Einhorn. Das ist ganz einfach. Ihr klebt so lange Streifen auf, bis alles bedeckt ist. Das ist seltsam. Dieses Papier glänzt ganz besonders. Wow! Es sieht aus, als ob da etwas drauf geschrieben ist. Ah, es ist so klein, dass ich es gar nicht lesen kann. Ein winziges Schriftstück verlangt nach einer winzigen Ermittlung. Los geht's! Und klein! Wow! Das ist eine Karte? Ist das ein Lama? Ein Einhorn? Der Saturn? Das ist so cool! Layla und Shani müssen das sehen! Und groß! Mädels, das müsst ihr sehen! Ich habe eine winzige Landkarte in meinen Einhornbastelmaterialien gefunden! Wir kommen sofort! Das ist eine super winzige Karte! Ja! Irgendetwas sagt mir, dass dort große Abenteuer auf uns warten. Seid ihr dabei? Oh, ich kann es gar nicht erwarten! Und klein! Habt ihr solche Orte vorher schon mal gesehen, Mädels? Nein. Ich frag mich, wie wir da hinkommen können. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das Lama ist so süß. Und guck mal. Es scheint, als wäre da eine Notiz. Das ist Omas Handschrift. Viel Glück beim Reisespaß im Mini-Format, Polly. Fahrt mit den Rollern und habt Spaß. In Liebe, Oma. Eine magische Abenteuerkarte zu verstecken klingt definitiv nach Oma. Das ist es doch, oder? Eine magische Abenteuerkarte. Ja, oh, das ist so aufregend. Polly, wir müssen herausfinden, wie wir zu diesen Orten kommen. Ich weiß, dass wir sie finden. Und ich werde unsere Abenteuer für meinen Vlog aufnehmen. Ja. Mädels, Zeit fürs Abendessen. Schnell, Mädels. Und groß. Ihr werdet nicht glauben, was wir heute entdeckt haben. Eine winzige Karte mit magischen Orten. Ich erzähle euch im nächsten Vlog mehr darüber. Und jetzt essen wir Pizza. Bis dann!